Und wir sind wieder zurück. Ich glaube, die spannende Finalisierung dieses Dungeons sparen wir uns noch ein klitzekleines bisschen auf. Ich hoffe, naja, gut, die ganzen Gegner werden nicht mehr wieder erscheinen, hoffe ich doch. So, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wäre das Spiel auch nicht so... Nein, so schwer ist es jetzt auch gar nicht. Also den Schrecken, den ich am Anfang gekriegt habe bei den extremen Bedingungen hier, was die Gegnerkraft anbelangte, der ist mittlerweile weg bei mir. Also, die sind zwar immer noch nicht... Man kann nicht machen, was man will, das ist so. Aber es geht. Apropos gehen. Ich wünschte, ich könnte jetzt in den tiefsten Keller runtergehen und nicht wieder ganz nach oben. Verdammt nochmal, wo war denn das jetzt nochmal? Das war doch direkt außerhalb dieser Tür, meine ich. Ging es doch direkt nach Stufe 5 runter. Hier war die Tür? Okay, gucken wir nochmal. Also da ist nichts. Da ist nichts. Hier geht's runter. Also ist es hier richtig. Und nicht da, wo wir gerade eben gewesen sind. So. Da geht's wieder hoch. Achso, das ist die Abkürzung. Ah, da ist es doch. B5. Also entweder komme ich jetzt noch nicht weiter, weil ich hinter dem Boss noch was brauche. Oder aber... Da liegt eine Waffe rum. Ah, hier liegt ein. Uiuiuiui. Ich habe nur das Gefühl, dass ich irgendwie von... dass ich irgendwie von oben nach unten runterfallen müsste, um das Schwert zu bekommen. Ein Allzweckteil. Vielleicht ist es dazu da, um jedes Attribut zu steigern, was man hat, aber... B4 Osten? Komme ich jetzt hinter dem Boss aus, oder? Nee. Komme ich denn jetzt daran? Und hier hoch komme ich auch nicht. Also das könnte jetzt wahrscheinlich hinter dem Boss sein. Vermute ich jetzt gerade zumindest, weil sonst, ich war ja schon im Osten oder es gibt noch Geheimgänge dort, die ich noch nicht zu ergründen vermochte. Aber es ist erstmal wurscht. Ich meine... Es gab jetzt zwei Möglichkeiten. Den Boss machen und nach dem Boss wahrscheinlich mit so gut wie gar... Wenn ich ihn schaffe, mit gar keinen Ressourcen mehr übrig bleibenderweise hier weiterzumachen. Oder... Aha. So ein neuer... Ach so, das geht... Oh, scheiße, das habe ich gar nicht gemerkt, dass es hier tief runter geht. Okay, neuer Gegnertyp. Mal gucken. Entweder gehört es zu denen, die nur mit Magie machbar sind oder nur die mit Waffen machbar sind. Und da ich eh momentan nur mit Waffen rummache, um meine Ressourcen zu schonen, gucken wir einfach mal. Ja, ja, kannst du mal wagen, Mädchen, kannst du mal wagen. Here goes. Bin mal gespannt. Ich hätte mir wahrscheinlich mit jemand... Oh nee, das geht. Und ich habe ihn mit irgendeinem Effekt belegt. Pause, keine Ahnung, was es ist. Vielleicht ist es geschwächt, deswegen gehe ich auf den nicht ganz so schwach los. So, du hoffentlich auch. Ich möchte gerne gucken, was passiert. Wir wissen, was ich da tue. Oh. Okay. Hat sie es nicht geschafft, dem Typen irgendwie eine draufzugeben oder was? Heide Witzka, die halten was aus. Okay, vielleicht könnte ich es mal mit Eis versuchen, ob das ein bisschen besser geht bei den Steindingern. Aber. Ja, wir haben ja noch eine Milda. Mal gucken. Am Hintern rumkrabbeln, bitte. Aber es ist ein wunderbarer Quell. Der Dämonenball wurde gelernt von Rab. Und deswegen habe ich meine Sachen so benutzt, wie ich sie benutzt habe. Ihm weitere Möglichkeiten mitzugeben. Steinotep. Steinotep. Ich hoffe, das lohnt sich mit der Waffe. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass das hier so wahnsinnig riesengroß ist. So. Dann muss ich jetzt mal gucken, was ich für Rab als nächstes beibringen muss, damit er seine, ich glaube, momentan letzte noch im Inventar oder im Menü befindliche Fähigkeit dann auch lernen kann. Ding, komm. Okay, also. Wir brauchen 24 davon, 25 davon und 32. Okay, das wird noch ein Weilchen dauern. Aber ich werde mich erstmal weiter auf Schwert fokussieren, weil Schwert noch weit, weit, weit von dem weg, was ich dafür brauche. Ein wahrlicher Segen, das Zeug hier. Mal sehen, ob ich jetzt von hinten ein bisschen Vorteile erschleichen kann. Zum Glück kommen diese riesen Fettdinger nicht zu allzu viel. Diese Steinoger. In der ist aber nicht sagen, Oger. Aber wir haben eine Eisklinge erhalten. Soll ich sie eigentlich direkt ausrüsten? Ja, tue ich es? Nee. Warum?
Doch, ich tue es. Ich tue es. Moment. Aber erstmal bei Rapp. Mal gucken, was das Ding tut. Oi! Weil er ist momentan der mit dem Schwert kämpft, weil Justin soll erst noch ein bisschen rumkeulen. Ja, ich würde sagen, das war ein ziemlicher Griff ins Klo, dieses Eisschwert. Zumindest bei den Standardgegnern. Vielleicht ist es ja für den Boss ganz gut. Schutz vor Tech-Zauberblock erfrischen. Das hört sich gut an. Das nehmen wir mal mit. Ich habe nur trotzdem keine Ahnung, ob der Boss das vielleicht tut oder nicht tut. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich lohnen würde, tatsächlich zurückzugehen und zu speichern oder es drauf ankommen zu lassen. Guck mich jetzt hier gerade allerdings noch mal ein kleines bisschen. Ach nee, hier habe ich nichts hingekriegt, ne? Ich kann jetzt hier noch mal kurz an den Wänden gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Aber sonst, es geht da gänzlich runter, okay. Dann ist das für hinten runterfallen. Ha. Und da ich von diesen Sachen, die ich gefunden habe, weder was ausrüsten kann, na gut, vielleicht kann ich irgendwas benutzen davon. Ich gehe gerade mal kurz ins Inventar und guck mal nach. Also, wir haben... Nee. Also ich gehe davon aus, dass es irgendwelche Vorrichtungen gibt, wo man sie dann automatisch einsetzt. Entweder storybedingt oder aber man muss dann Knopf drücken. Und... Na gut, es könnten bei den Fohlenstatuen irgendwas sein, aber davon gibt es zu viele, als dass ich sagen würde, das wäre es jetzt. Sonst bleibt... Moment, ich könnte es nochmal probieren, hier was einzusetzen. Vielleicht kann man ja hier irgendwas tun. Nein, nicht der Fall. Okay, dann bliebe natürlich noch auszuprobieren, ob ich irgendwelche Geheimgänge übersehen habe, die jetzt plötzlich verschwinden. Aber das würde ich dann als Zusammenschnitt oder sowas machen. Nicht onscreen, das wäre, glaube ich, zu langweilig. Aber dann bleibt wohl nicht mehr viel anderes übrig, außer dem Box-Champion dort quasi ein technisches K.O. zu verpassen. Hoffe ich zumindest. Ich weiß ja nicht, wie krank der drauf ist. So, aber vorher, ausrüstungstechnischerweise, machen wir da ein bisschen was anders. So, du. Ja, ich nehme einfach mal für, oder? Feuerkeps-Technikstufe höher macht stärker. Ich nehme einfach mal das hier. Ja, Schneesturm. Ich habe keine Ahnung, was der Gegner macht. Wovor man sich irgendwie schützen müsste. So, der Dämonen, wir haben den Dämonenball, dann, das bedeutet, du behältst mal das Schwert. So, du nimmst die Eisklinge. Ich glaube, du bist auch mit fast am stärksten mittlerweile. Dann kriegst du nämlich die Edelkette, die einen weiteren Kombi-Angriff reinsetzt, oder? Nee, Moment. Mach mal anders. Weil er hat relativ viele Möglichkeiten, noch mit Zaubern und sowas zu romantieren. Und das hat die Hilda nicht. Deswegen kriegt die das Teil mal an. So. Und jetzt könnte ich dir mehr Angriff verpassen. Nee, und? Moment. Du bekommst die Peitsche, weil dann hast du noch starke Elementangriffe. Ich hoffe natürlich, dass der Gegner jetzt nicht unempfänglich ist gegenüber Elementardingern. So, jetzt heilen wir uns noch kurz, bevor wir da auch reinsteigen in den Ring. Da kann ich leider die Macht von Rapp nicht benutzen, weil er dafür keine Magiepunkte mehr übrig hat. Ja, wenn man nur am Anfang einen Speicherpunkt hat, ist das ein bisschen schwierig. So, dann... Boss-Time gegen Boxmann. Wer auch immer das ist. Kung-Fu-Meister. Okay. Oh, er geht schon direkt los. Dämonenball. Rapps Ballangriff gegen einen Fall. Ich habe keine Ahnung, wie gut das Ding ist. Das ist natürlich die Frage, ob das auch das richtige... Er macht einen Tornado. Ich gehe mal auf Risiko und versuche, das Ding abzubrechen. Was anderes wüsste ich jetzt nicht. Hat er das jetzt abgebrochen oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Obwohl, das hätte ich mich vielleicht sehen können, obwohl er scheint es nicht abgebrochen zu haben. Ja, dann ein Torhieb, hoffe ich. Obwohl, nee. Er hat nichts gemacht. Er ist wieder weiter hinten im Dings. Wie heißt es? In der Menüleiste da unten. So, was haben wir? Milder Tritt, Kampffußtritt gegen einen Feinsplitter, Erdbebenangriff gegen alle Feinde, ultimative milder Kombi gegen einen Feind. Das klingt ja auch ganz gut, dann mach das mal. Ich find's aber
Interessant, wie er den Schlag oder den Schaden mitigiert hat. Einfach mal ausweichen. Obwohl, vielleicht war das auch das, was er eingesetzt hat. Aber er hat eine ganze Menge Lebenspunkte, der Knabe. Ah, das ist das, was sie gegen Rapp eingesetzt hat. Ja, ich würde mal sagen, sieht nach Punkten, oder? Das war schon cool. Aber er landet elegant auf allen Beinen. Shit. Ja, der ist ein bisschen... Ich probier's, oder? Moment mal. Du hast noch andere Angriffe. Nein, Moment. Andere Sachen. Was? Scheiben vielleicht. Sehe ich jetzt hier natürlich nicht. Nehmen wir mal die Scheiben vielleicht. Aber er ist ziemlich lahmarschig gerade. Sehr peitsche. Ich mach's einfach. Aber solange ich's kann. Okay, auf die mit den meisten Lebenspunkten. Also irgendwie viel. Ach ja, stimmt. Das ist aber wirklich quasi ein 1:1 Abklatsch von diesem... einen Gegner, oder? Von dem Kung-Fu-Typen da, von dem Bodyguard. 84, ja, damit kann er... damit kann sie noch leben. Da freut sich auch der Rapp bei dem Anblick. Steifenpeitsche hoch. Ja, genau, Steifenpeitsche. Dann... ja, nochmal Torhieb. Ich meine, solange wir können, können wir, gell? Und es macht guten Schaden. Aber vielleicht, ich weiß es nicht, wenn die Feinde jetzt auch noch irgendwelche verschiedenen Phasen hätten und nicht nur immer dasselbe machen würden, dann sollte man das natürlich eher gegen Ende eins... Boah, leck mich am Arsch, hat der Typ starke Knochen. So, jetzt setze ich den Dämonenball mal ein. Ich will mal wissen, was das Ding tut. Noch sieht es ja einigermaßen gut aus. Noch. Noch. Ja, Drachensepp. Kann ich, glaube ich, auch noch einmal einsetzen und dann müssten wir die Hälfte von ihm haben. Try this one. Das ist kein Feuerelementarer. Oh, Lightning, strike down the enemy. Ja, mach das, aber ich hätte es toll gefunden, wenn der Dämonenball auch noch Schaden gemacht hätte. Hey, das habe ich das schon mal gesehen? Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, das habt ihr auch noch nie gesehen. Den Drachensepp, oder? Also, ich meine, die das Spiel noch nicht kennen. Ah, wir haben ihn. Wie geht ihm gut? Wie geht ihm gut? Kritisch treffen wir ihn wahrscheinlich nicht mehr, aber ich probier's trotzdem. Ich habe Eier gesehen. So. Und jetzt sind wir out of gutes Zeug, glaube ich. Was macht denn der Doppelgänger eigentlich? Kopien von sich gegen einen... ja. Probieren wir doch einfach mal aus. Scheint ein Angriff zu sein. Ich habe gedacht, das wäre so ein Duplikatus-Doppelpein, den man aus Spielen wie aus Pen-Paper-Spielen wie das schwarze Auge kennt und so. Aber jetzt kommen ganz viele Schlitze aus ganz vielen Richtungen. Ja, schneid ihm die Hose ab. Wir wollen alles sehen, wenn er das nächste Mal zum Tritt ansetzt. So. Könntest du noch irgendwas, liebe Fina? Diamantenstaub. Fiora war mal blockiert. Technik, Feind. Das wird beim Gegner wahrscheinlich bei so einem nicht funktionieren. Halbwala, Statusheilung. Ja, komm, mach mal ein Allheilen 2. Für den Fall der Fälle. Der hat ja noch ein paar Lebenspunkte. Und dann darfst du mit der Peitsche ganz normal draufhauen. Sieht außerdem ganz schnucklig aus, die Heilung gegen alle. Für alle, nicht gegen alle. Mann, ist der schnell, die Sau. So, haben wir noch was? Ja, wir haben noch das richtig gute Zeug übrig. Den Drachensepp, den hat er auch. Und der Gadsepp. Die Frage natürlich, was besser ist. Ich mach Gadsepp. Das ist das, was gegen einen Gegner gut ist. Und du haust ganz normal rein. Hoffe ich. Achso, der verteidigt gerade, oder was? So, du haust jetzt auch ganz normal drauf, weil wir uns ziemlich ausgepowert haben. Ich hoffe ja, dass Verteidigen nur gegen physische Angriffe richtig funktioniert und nicht gegen mächtige Blitze von oben. Aber der hat deutlich mehr auf dem Kasten, zumindest wertetechnisch, als... nee. Hat die ihm gerade dreimal gehauen? Okay, nochmal. Oder? Ja, geht nochmal. Er ist gut. Er hat Power auf dem Feuerzeug. So, du machst den kritischen Treffer. Hoffe ich. Du hältst ihn auf. Burn to a crisp. Genau! Jetzt aber! Jetzt kann... obwohl, das würde natürlich den Verteidigungsbefehl aufwerten, was die Möglichkeiten betrifft, um besser gegen Gegner klarzukommen.
Feuerbrenner gelernt. Moment. Hat's ihn nicht abgebrochen, Sauerei? Okay, anscheinend besitze ich nicht die Werte oder das, was dazu notwendig ist, um einen Spezialangriff von ihm abzuwehren. Ja, breche die Beine, der Rest ist gut. Hauptsache die Brüste nicht platt machen. Dankeschön. So, wir haben Feuerbrenner. Ist das das hier? Drachensepp, Getsepp. Nee, oder? Feuerbrenner, einen Feind mit Feuer verbrennen. Das scheint das zu sein, oder? Sonst hatte der, glaube ich, soweit alles voll. Auch mit voll, auch mit Bum Pau. Ja, Flammengeschoss war das. Ah, nee, das war. Wenn ich nur Baboom? Erdbeben? Nee, da gucke ich so nochmal nach. Dann machen wir das erstmal. Gucken wir mal, was das bringt. Gegner ist jetzt wieder schön weit hinten. So, dann müssen wir jetzt wohl über den Deckel mit normalen physischen Angriffen zu machen. Hoffentlich bringt das was. Ja, den kenne ich noch nicht. Der ist neu. Lernt man aber auch echt spät, ne? Würde ich sagen. Ja. Hält er sich gerade oder sowas? Naja, wir sind ganz gut dabei, würde ich sagen. Okay. Na komm, ganz hau na ganz normal zu. Es bringt ja nichts, den abzubrechen. Und du auch nochmal. Jesus, mal, ich hätte mal nachgucken sollen, wie viele Lebenspunkte der tatsächlich hat. 4776 hatten. Das kommt mir aber relativ wenig vor, vergleichsweise. Oder heilt er sich zwischendurch? Irgendwie. Oh, das war's! Oh, was für eine geile Siegespose. Und schon wieder legt er sich vor uns auf die Knie. Big win. Oh, längster Bossfight ever. Habe ich wirklich so wenig Schaden an ihm ausgerichtet? Der Wohlstein. Okay, ja, das hat ziemlich gut was dazugegeben. Würde ich sagen. Und das ohne Tote. Bisher. Yo. Ach so, hier kann man dann wahrscheinlich diese Steine einsetzen oder sowas. Oder falls ich sie jetzt benutzen kann. Das ist natürlich die Frage. Oder muss ich wieder den Magic Pixel finden? Oder habe ich noch nicht das, was ich brauche? Oder muss man auf der anderen Seite anfangen? Ginge ja auch. Nee. Oder... Moment. Also wir haben hier diese vier Einbuchtungen. Und... Oder vielleicht gibt es auch vier von diesen Steinen und ich muss sie alle vier hier platzieren. Das könnte natürlich auch sein. Und das geht erst dann, wenn man alle vier hat. Aber dann müsste ich nochmal suchen gehen, wo ich die denn noch irgendwie finden könnte. Oder wir haben es hier mit diesen Köpfen zu tun. Aber erstmal das hier einsammeln. Was ist das denn hier? Moment. Halt es. Oh, das ist mein zweites. Das kann ich gut gebrauchen, würde ich sagen. An dem Kopf kann ich nichts machen. An dem Kopf kann ich auch nichts machen. Okay. Oder irgendwo in die Mitte gehen und gucken, was passiert. Auch nicht. Aha! Vielleicht finde ich hier... Jawohl, okay. Da habe ich wieder diese Linien gesehen, sage ich jetzt mal. Deswegen habe ich da auch mal hingeguckt. Aber all... Was macht das hier? Drei Stärke, Lebenskraft, Klug, Geschick. Also irgendjemand wird ein großes Powerhouse irgendwann. Ich glaube, es ist just... Holy shit. Ich fange erstmal auf der Seite an. Dann finde ich diese komischen Steine wahrscheinlich in diesen Spezialgeheimgängen hier noch. Und dann kann ich wahrscheinlich an diese Schatztruhe rankommen. Oder ich irre mich. Wir haben auf jeden Fall ein neues Messer, scheint es. Das, nee, ein neues Schwert. Ein Seeschwert. Oi, 60 Angriff, 30 Bewegung. Nice. Sehr fein. Oh, das sollte ich vielleicht direkt mal einsetzen. Nee, das Ding ist tatsächlich ein Messer. Das heißt nur Seeschwert. Geil. Richtig gutes Teil für Fina. Yeah. Gefällt. So, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz bei dir und den Fertigkeiten. 20 darauf.
Ja, ich glaube, dann bringe ich das Schwert bei ihm erstmal auf 25, weil das das Minimum ist, um diese letzte Fähigkeit zu lernen. So machen wir es, dann kommt... Sollte gehen, So, Justin ist jetzt auf dem Weg zu seiner letzten Spezialfertigkeit und dazu benötigt er lediglich nur noch einen einzigen Waffenskill. Aber das dauert noch ein Weilchen. Also nicht nur eine Stufe, sondern noch ein paar, fast 10 oder sowas. Was bin ich gespannt. Ist diese nochmal ein so ein Ding drin, so eine Seele? Soldat. Ja, okay. Dann brauchen wir insgesamt tatsächlich 4 Stück davon. Was ich aber kacke finde, ist, dass man die Feuer irgendwie nicht einsetzen kann. Aber das wird dann wohl der große Superschatz des Dungeons sein. Wenn das entsprechend gut gesichert ist. Nur werden die Storybosse dann wahrscheinlich relativ langweilig werden. Gut. Jetzt... Ah, noch da ist er. Na, dann soll er mich eben mal... Will mich verarschen, oder? Jesus Maria. So, jetzt... Von da sind wir, glaube ich, gekommen. Glaube ich. Ja, glaube ich. Hab schon gesagt, glaube ich. Ein Gläubiger. So. Jetzt müsste da der Letzte drin sein. Komm schon. Jawohl, die führt... Okay, das ging ja einfach. Ich muss die Dinger noch nicht mal irgendwo ablegen. Alter, ich mag diesen Dungeon hier gerade sehr, muss ich sagen. Der kommt wirklich Abenteuerfeeling auf. Also für mich als Spieler, weil man hier wirklich auf... Also wegen der begrenzten Ressourcen und alles aufpassen muss. Ach du Scheiße. So. Mittlerweile sind auch die normalen Gegner hier Kanonenfutter. Und das Messer für Fina, also das Schwertmesser, für Fina ist schon richtig, richtig gut. Ich finde es schade, dass man die Dinger hier nicht einfach drauflegen darf. Das hätte mir noch so viel Atmosphäre dazu gegeben, anstatt dass man die Dinger einfach nur ins Inventar bekommt. Gut, und ein Energiearmband halbiert den SP-Verbrauch. Eugen. Nehmen haben will. Wem gebe ich das denn? Ich meine, Justin würde natürlich Sinn machen. Aber sonst, ja, es kann jetzt natürlich durchaus sein, dass ich das ein oder andere Teilgebiet hier übersehen habe. Zumal ich mir einfällt, dass ich im allerersten Tag gab es ja noch oben diese Sprungschanzen. Wo geht's denn nochmal weiter hier? Geht ja alles nur runter hier. Nee. Oder gibt es hier noch irgendwelche? Nein. Also es gab ja noch im ersten Gebiet hier von dieser Höhle oben diese Sprungschanzen in der Nähe des ersten Herunterganges, nenne ich es jetzt mal. Und... Ach Gott, ich orientiere mich jetzt wieder schon dämlicherweise total falsch. Ich muss diesen ganzen Weg wieder hier perpetuell zurück... Moment. Hier einfach hochgehen. Ich bin so doof. Hier einfach hochgehen. Und da frage ich mich jetzt natürlich, wie man da hinkommt. Ich... Kann jetzt natürlich nochmal offscreen die Nischen hier so weit durchgucken. Aber dann würde ich sagen, yo, haben wir den ersten Spezialdungeon, denke ich, soweit durchgespielt. Wir haben jeden Gegner umgebracht, der mir über den Weg gelaufen ist. Ich habe viele Geheimgänge entdeckt. Ich habe den Verliesschatz gefunden mit den ganzen mit vielen Geheimgängen und sowas. Wir haben den Boss erledigt. Und dann würde ich sagen... Sehen wir uns beim nächsten Mal draußen wieder, vor dem Eingang hierzu. Bis dann, euer Berndi. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich bin auf dem Weg nach draußen irgendwo langgelaufen, wo ich vorher noch nicht langgelaufen bin, offenbar. Und habe dort diese scheinbar diese Sprungschanzen gefunden, die ich eben noch erwähnt habe. Ah ja, da ist der Speicherpunkt. Und dann quasi einfach hier, hier entlang, hier war die Sackgasse und dann hier hoch. Den Weg bin ich anscheinend nicht durchgegangen. Wahrscheinlich haben schon 20 von euch gesagt, geh hier lang, Bernd, geh hier lang. Aber es ist alles quasi hintereinander aufgenommen, weil ich keinen Bock habe, dass die Gegner alle wieder respawnen, weil ich dachte, die kriege ich kaum platt hier. Aber hier gibt es noch ein Schild. Nett. Ich habe schon gedacht, das ist vielleicht eine Möglichkeit, irgendwie so ein geheimer Ausgang oder sowas. Großer Schild. Ein geheimer Ausgang für den Fall, ja, dass man halt irgendwie, wenn man den Boss besiegt hat und alles in diesem Dungeon gefunden hat, dass man einfach wesentlich schneller wieder hier rauskommt. So eine Art Abkürzung nach oben wieder. Hätte ich toll gefunden, ohne Zweifel, anstatt den ganzen Scheiß wieder zurücklaufen zu müssen, aber
Naja, zumindest habe ich das Rätsel auch noch irgendwie... Oder bin ich auch noch aufgrund dieses Rätsels gegangen. So, jetzt aber wirklich Schluss. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann quasi hier vor den Toren wieder. Bis dann. Ciao.